Hallo und willkommen bei den Matrixer mit dem wunderbaren Jonathan und der attraktiven Vicky. Ja, heute haben wir ein außergewöhnliches Thema zu sagen, um nicht zu sagen spannend. Heute ist das Thema nämlich die Matrixhülle. Fallen wir einfach mal mit der Tür ins Haus, würde ich sagen. Die Matrixhülle, da wo wir alle drin sitzen. Ja, aus unserer Perspektive ist die Matrixhülle eins der spirituellen Themen, die eigentlich kaum besprochen werden. Und wo man auch schaut, bei den ganzen spirituellen Lehrern und spirituellen Interessierten, ist das Thema der Matrixhülle eigentlich sehr, sehr rar gesät und kennt auch keiner. Das liegt vorwiegend daran, dass eben die Leute da nie irgendwelche wahrnehmungstechnischen Begegnungspunkte oder Berührungspunkte hatten. Das heißt, sie haben das Ding nie wahrgenommen. Also das Konzept existiert kaum in den Köpfen der Menschen. Und was du als Konzept nicht kennst, kannst du ja schwer wahrnehmen. Und dadurch, dass du schon in Dissoziationsstufe 4 warst und im Kokon gewesen bist, war es natürlich dann auch möglich für mich dann den Kokon wahrzunehmen und zu sehen. Und vielleicht hilft es ja auch euch, den Kokon wahrzunehmen und zu sehen. Denn nun erklären wir euch die Matrixhülle und den Kokon, was es bedeutet und habt die Möglichkeit damit, den vielleicht selbst mal im Traum zu sehen oder in einem Zustand. Ja, wir blenden euch dafür erstmal eine Liste ein mit all den Begriffen, die es zum Thema Matrixhülle gibt, also alles, die Synonyme darstellen. Weil es gibt unzählige Begriffe für dieses Objekt, sage ich mal. Und das ist auch das Erstaunliche daran, dass es trotzdem so unbekannt ist und jeder, der sich mit Spiritualität beschäftigt, kaum was darüber weiß. Glücklicherweise habt ihr uns. Und wir können euch da einiges drüber erzählen, weil wir auch mit unserer Mastertechnik, die spirituelle Dissoziation, es tatsächlich geschafft haben, nachzuprüfen, ob es diese Matrixhülle wirklich gibt oder ob das alles nur eine Theorie ist, die irgendwer in seinem kleinen Kämmerlein ersonnen hat. Ja. Und darum machen wir das heutige Video. Euch zu zeigen, gibt es die Matrixhülle wirklich? Wie ist sie aufgebaut? Welche Funktion hat sie, um das Inhaltsverzeichnis zu vervollständigen? Ja, was soll das alles mit der Matrixhülle? Wozu dient sie überhaupt? Wer hat sie gebastelt? Wer hat sie gebastelt? Genau, ja. Und wo steht sie? Ja. Wo steht das Teil? Ja, und darum geht es heute in unserem Video. Also, fangen wir da mal an. Ja, die Matrixhülle ist also eine Art Kapsel, eine Art Abschirmungskapsel, die ja, jedes Lebewesen umgibt. Das ist so die Kurzerklärung. Und jeder von uns sitzt also in einer solchen Kapsel drin. Die Kapsel hat ungefähr so einen Durchmesser von 2 bis 2,50 Meter, 3 Meter so im Schnitt und ist immer so eine Armeslänge entfernt. Nach oben hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen mehr. Ja, richtig. Ist ein bisschen eiförmig aufgebaut und ja, und wenn man den Arm ausstreckt, dürfte man sie eigentlich berühren können, aber erst dann, wenn man sie wahrnimmt. Und das ist natürlich das Gemeine daran. Ja. Man kann die Matrixhülle nicht beweisen, weil sie nicht messbar ist mit den typischen Messinstrumenten, die es eben auf der Erde gibt. Und man kann sie nur sich selbst beweisen. Das heißt, wenn man lernt, in den höheren Bewusstseinszustand zu kommen, einen höheren dissoziativen Zustand, und nur dort kann man eben die Matrixhülle wahrnehmen und dann kann man sie sogar berühren.
ist nicht so, dass man da nur irgendwelche Bilder sieht oder Eindrücke hat, sondern man kann sie tatsächlich berühren und sie fühlt sich sehr, sehr physisch an. Die Matrixhülle hat mehrere Funktionen, multifunktionales Teil. Es ist halt eine gewebeartige Kapsel, die um uns herum ist, die uns sozusagen einschließt in eine Art Kapsel. Diese Kapsel, diese Matrixkapsel, besteht also aus einem gewebeartigen Stoff und der die Fähigkeit besitzt, aufgrund seiner Beschaffenheit, wie eigentlich so ein hochtechnologisches Ding, ne? Irgendwo, ne? Das eben die Möglichkeit bietet, an der Innenwand unsere Realität darzustellen. Eigentlich wie so ein 5D-Heimkino, oder? Surround. Mit Surround-Ton und Surround... Optik. Optik, richtig. Und da sitzt also jeder Mensch drin, was man aber erst in den höheren Bewusstseinsstufen eventuell erkennen kann. Es gibt drei Befindlichkeiten der Matrixhülle, und zwar aktiv, reaktiv und passiv. Aktiv bedeutet, du nimmst auf der Innenwand der Matrixhülle deinen Alltag wahr, so wie du ihn kennst. Das heißt, während du jetzt unser Video schaust, ist deine Matrixhülle im aktiven Zustand und du kannst jetzt unser Video schauen und wenn du dich ein wenig umblickst, dann siehst du dein Zimmer, deine vertrauten Möbel, vielleicht noch Leute, die um dich herum stehen, die dir alle vertraut sind und so weiter und so weiter. Das wird alles jetzt in diesem Moment auf der Innenwand der Matrixhülle dargestellt. Ja, hast du nicht auch schon mal so Momente, wo du in einem aktiven Zustand bist? Also sind wir eigentlich praktisch nonstop, aber wo du irgendwie leicht geswitcht bist. Plötzlich konntest du aber, während du deine Simulation wahrnehmen konntest, gleichzeitig den Monitor wahrnehmen. Du meinst die Innenwand? Die Innenwand ist also wie den Monitor, ja, also gleichzeitig. Das kennt ihr ja vielleicht auch, dass ihr das Gefühl habt, plötzlich, oh, hier ist ein Monitor. Und da ist eine Realität drauf. Ja, das hatte ich auch schon einige Male wieder auf. Das ist spannend. Ist ein Indiz. Ja, ist ein Indiz, genau. Oder manche Leute, die zum Beispiel auch irgendwelche Substanzen genommen haben, haben mal so eine Ahnung davon bekommen. Die haben dann gesagt, ja, ich habe das Gefühl, eine Glocke hätte sich um mich herum gebildet oder sowas, ne? Oder ich habe das Gefühl, ich saß irgendwo drin, aber das ging ja gar nicht, ne? Also solche Eindrücke sind so die Vorläufer der Wahrnehmung, um dann letztendlich die Matrixhülle wahrnehmen zu können. Ja, ich habe auch das Gefühl, der Monitor ist ungefähr eine Armeslänge entfernt, etwas so. Ja, ja, genau, in Träumen oder so, dann kommt einem das vor wie ein Monitor. Nee, das war ein Wachzustand. Ja. Da kam kurz der Monitor zum Vorschein. Ja, das ist wie ein Monitor, aber eigentlich ist es ja, wie du schon sagtest, so raus, ne? Das ist auch. Drumherum. Das war ein Ausschnitt des Monitors. Ja, eigentlich wie diese virtuellen Brillen auch. Ja. Wieder gleiches Prinzip. 360 Grad, alles ist ausgefüllt. Du kannst ja jetzt auch dich um 360 Grad in deinem Zimmer drehen. Genau. Und das Zimmer ist immer noch da, da gibt es keine Lücken. Da gibt es jetzt keinen Riss in deiner Realität, wo du dann durchgucken könntest, ne, und siehst dann die Matrixhülle oder so. Nee, nee, ist alles lückenlos programmiert, lückenlos dargestellt. Ja. Ja, der reaktive Modus, wenn sich also die Matrixhülle im reaktiven Modus befindet, dann heißt es, dass du dich erkennst in der Matrixhülle sitzend und ja, und der Bildschirm, sag ich mal, oder Monitor, wie du sagst, ist immer noch aktiv, nur dass du dich eben in der Matrixhülle erkennst. Und das heißt, du siehst, ah, ich sitze in der Matrixhülle und siehst immer noch die Realität, in der du normalerweise bist, dein Zimmer zum Beispiel. Und da kannst du... Dann ist das ja aber wie im Fernsehgucken dann. Ja, richtig. Du siehst dann deine Realität wie im Fernsehen. Ja, richtig, ganz genau, so ist es, ja.
Du siehst deine Alltagsrealität aber so, als wärst du außerhalb davon und siehst sie über wie im Fernsehen, wie ich gesagt habe. Ja. Das ist also der reaktive Zustand, der reaktive Modus der Matrix. Und da kannst du dann auch die Programme wechseln. Mhm. Du kannst dann sagen, nee, ich will jetzt nicht mein Zimmer sehen, ich switch mal weiter und sehe jetzt zum Beispiel mein Kinderzimmer von vor 20, 30 oder 10 Jahren, je nachdem, wer du bist. Und dann siehst du dann eben dein Kinderzimmer plötzlich. Oder du siehst dann plötzlich vielleicht dein Schlafzimmer. Oder dein Büro. Oder dein Elternhaus. Oder was auch immer. Du kannst jede Realität praktisch anwählen. Jede. Inkarnation, Realität. Ja. Wenn du rein theoretisch dann vom reaktiven Modus der Matrix-Hülle wieder in den aktiven umschalten würdest, würde in dem Moment dein Bewusstsein eben in die Realität hineinversetzt, hineinprojiziert, die gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ja. Also wie Fernsehen. Ne? Fernsehen ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ja, und dann gibt es noch den passiven Modus der Matrix-Hülle und da werden alle Monitore, alles wird ausgeschaltet. Die Kapsel geht auf Standby. Dann kann sie auch durchsichtig. Ja, dann wird sie durchsichtig. Dann siehst du, was jenseits der Matrix-Hülle zu sehen ist. Und das hast du ja auch schon erlebt, oder? Wie war das? Gruselig. Ja, wir haben das beide schon in einem höheren dissoziativen Zustand erlebt und es ist wirklich mega gruselig. Sehr angsteinflößend. Ja, man muss nur dran denken und dann kriegen wir schon Gänsehaut, wenn wir in diesem Augenblick zurückdenken und das ist wirklich sehr unangenehm, das wahrzunehmen. Weil du erkennst dann, dass nur du in dieser Matrixhülle sitzt und niemand anders. Und dass es dann nichts mehr gibt. Es gibt keine Freunde mehr, dein Zimmer ist weg, deine ganze Realität ist weg, deine Familie ist weg, alles, was du irgendwie kennst, ist nicht mehr da. Sondern alles ist schwarz und du sitzt in irgendeinem Bein. Punkt. Bist du eigentlich da, wo du glücklich bist? Ja. Mhm. Man sagt auch gern Schöpferei dazu, ne? Weil jeder Schöpfer sitzt in seinem Ei. Man sagt auch gerne, wer sagt das denn noch? Nur wir. Ja, das ist aber auch man sagt gerne. Ja, das sind also die drei Modi, in der sich die Matrix befindet. Im aktiven Modus, im reaktiven Modus und im passiven Modus. Was meinst du, warum gibt es die Matrix? Was ist dein Eindruck? Tja, mein Eindruck ist, uns einzusperren ist vielleicht das falsche Wort. Jedenfalls, worauf wir auch später noch kommen, wie auch immer wir da reingelangt sind. Wir sind da drin, weil wir sonst die Realität, wie wir sie hier wahrnehmen, gar nicht wahrnehmen können. Es wäre unmöglich. Also es spielt keine Rolle, ob wir jetzt aus Schulungszwecken uns darauf eingelassen haben, in diese Matrix-Kapsel zu gehen oder dass wir gefangen worden sind. Der Sinn ist einfach, unser Bewusstsein so einzudämmen, dass wir uns an die 3D-Realität frequenztechnisch anpassen können. Und sagen wir mal, 99% unseres Bewusstseins außerhalb dieser Hülle gehalten wird, also auch 99% unserer Frequenz, die ja weit höher ist als Schöpferwesen, als wir hier als Mensch haben, die Frequenz, als Schöpferwesen würden wir hier gar nicht, würden wir ohne diese Hülle hier in die 3D-Realität gehen, agieren können, würde ich sagen. Agieren ist vielleicht das richtige Wort. Ja, jedenfalls hilft die Hülle auch dabei, die Amnesie aufrechtzuerhalten. Denn auch sonst wäre diese Realität hier sinnlos. Und wenn du hier wüsstest, du bist vollkommen das Schöpferwesen, was würde das für Spaß machen, hier in der Matrix rumzuhängen? Ja, jedenfalls, wenn du in dieser Matrix hier sitzt, hat sie natürlich die Funktion, nicht die Amnesie zu initiieren. Das macht unsere Matrixmaschine, große Maschine. Aber du hast ja auf der Innenwand deines Kokons die Realität. Und sobald du in diese Realität hineingehst, switchst du praktisch in diese Amnesie, weil du dich ja entschließt oder zustimmst, Teil dieser Realität zu sein,
die mit Amnesie programmiert wurde. Oder wie die zuteil wird, die Amnesie. Jedenfalls unterstützt dieser Kokon diesen ganzen Prozess. Sonst könntest du dich gar nicht mit irgendeiner Art Realität überhaupt identifizieren und mitspielen. Ja, und der Sinn der Matrixhülle ist also, unser wahres Selbst und unsere wahren Erinnerungen außerhalb der Kapsel zu, sie draußen zu halten. Klebt außen dran sozusagen. Das bedeutet, innerhalb der Matrixkapsel wird man also von seinem wahren Selbst und seinen wahren Erinnerungen ausgeschlossen. Das ist wie in der Bibliothek, ne? Du stellst dir auch deine Sachen in den Schrank, was nicht mit reinnehmen. Ja, genau, sowas. Ja. Und alles, was du also wirklich bist, befindet sich außerhalb der Matrixhülle. Innerhalb der Matrixhülle bist du sozusagen einfach nur ein Schöpferwesen, ohne Erinnerung, wo es hergekommen ist, was die wahren Erinnerungen sind und so weiter. Und dort kannst du innerhalb der Matrixhülle eben deine Welten erschaffen, die du eben gerne erschaffen möchtest. Ja, auch als man innerhalb war, hatte man nicht das Gefühl, ich bin jetzt viel schlauer. Kommen wir mal dazu, woraus die Matrixhülle dann besteht. Also was ich gesehen habe oder mir gezeigt wurde, im Hypnagogenzustand, dass eben die Stimmenwesen Persönlichkeiten eingesponnen haben, buchstäblich. Das trifft ja auch sehr gut mit deiner Beschreibung, wie du sie wahrgenommen hast, die Matrixhülle. Es ist wirklich eine gewebeartige Kapsel. Sie besteht aus einem Gewebe, einem Spezialgewebe. Während des Einspinnenprozesses ist es weißes Gewebe, genau wie ihr es kennt von den Spinnen. Sieht genauso aus. Aber sobald die Persönlichkeit eben in diesem Spinnen bekommen, eingewoben ist, bekommt sie ihre volle Funktionalität. Ich weiß ja nicht, aus welchem Material die ihre Fäden da haben, aber... Das ist ein sehr kreatives Zeug zu sein. Jedenfalls kann das Zeug machen, dass du Monitore drin hast, dass das durchsichtig werden kann, halb, ganz, wie halt... es gibt ja diese Sonnenbrillen, ne? Kennt ihr ja, die mit Sonnenfilter. Und wenn man, egal wie man guckt, wird es halt super dunkel oder super hell. Jedenfalls genau diese Funktionalität hat diese Gewebekapsel auch. Sie kann komplett dicht sein, dann siehst du die Monitore. Sie kann halb sein, dann kannst du rausgucken oder sie kann auch ganz durchsichtig werden. Und dann siehst du alles außen, aber nicht mehr die Gewebekapsel. Ja, jedenfalls, es wurde nicht dazu gesagt, warum die Spinnenwesen das gemacht haben. Das wäre Interpretation. Kann, wie gesagt, aus diversen Gründen gewesen sein, Schulungszwecke, eigener Wunsch, nur um die Matrix zu entdecken oder eben eine Art Gefangennahme. Da wollen wir noch nicht weiter drauf eingehen, bis wir es nicht genau gesehen. Ja, also höchstwahrscheinlich sieht das nach einem Spinnenkokon aus, würde ich auch sagen. Auch das Material erinnert am meisten daran. Aber wir haben jetzt die Spinne nicht auf frischer Tat ertappt. Ja, aber wir haben sie nicht dabei ertappt, wie sie uns eingesprochen hat. Also nicht können wir da noch nicht hundertprozentig bestätigen, dass es so ist. Daran müsste man sich erstmal erinnern. Ja, also jedenfalls besteht die Matrixhülle aus diesem Gewebe, ist sehr dehnbar, sieht weißlich grau aus. Ist sehr stark dehnbar, eigentlich fast wie so ein Gummiballon, würde ich sagen. Und wenn man halt diese Kapsel verletzt oder das Gewebe verletzt, kann man dabei zusehen, wie es sich selbstständig repariert. Ja. Ja, das ist also anscheinend irgendwie auch ein intelligenter Stoff. Ne? Also man könnte fast sagen, es ist ein lebendiger Stoff. Ja, ist irgendwas zwischen undurchdringlich und total durchdringbar. So eine Mischung je nach Zustand, was wir erwähnt haben, aktiv oder passiv. Ja, also sehr stabil. Und
aber auch stark dehnbar. Aber man kann es kaputt kriegen, beziehungsweise schon Löcher reinmachen oder so. Man kann dann zuschauen, wie alles wieder zuwächst. Mehr haben wir uns nicht getraut. Ja, weil wir, oder zumindest ich das Gefühl hatte, es ist noch nicht an der Zeit, aus dieser Kapsel auszusteigen. Ja, und wer aus dieser Kapsel herauskommt, der kann auch nicht mehr zurück. Nee, unmöglich. Ja, weil dann ist dein Heimkino kaputt. Und wenn du kein Heimkino mehr hast, kannst du auch nicht mehr in deine Alltagsrealität zurückkehren. Ja, und wenn du dann die Matrixhülle verlässt, dann bist du erstmal an dem Ort, an dem sich diese Matrixhülle befunden hat, beziehungsweise ausgesetzt wurde, beziehungsweise wo du da eingesponnen worden bist. Abgestellt. Ja, es gibt eben verschiedene Erinnerungen von anderen Menschen, die auch einmal mit der Matrixhülle in Kontakt gekommen sind, beziehungsweise Wahrnehmung darüber hatten. Und die haben unterschiedliche Aussagen gemacht, wo sich diese Matrixhülle befindet. Da gibt es Leute, die haben gesagt, ja, die befindet sich in einer Fabrikhalle mit Millionen anderer. Wieder andere haben gesagt, ja, sie haben sich da in einer Höhle befunden. Das bei uns beiden der Fall war, oder? Ja, wir sind in einer Höhle und wir haben auch einen Aufpasser, einen sehr großen, grauen, sehr weisen und weiterentwickelten. Ja. Andere sagen eben, dass sie sich auf einem anderen Planeten da befunden haben. Das war ihr Eindruck. Ja, wo die Höhle war, weiß ich nicht. Ja, das wissen wir halt nicht. Wir haben nur diese Höhle gesehen und diese Höhle kann sich überall befinden. Und das sind eben so die gängigen Aussagen, wo eben innerhalb der Wahrnehmung der Matrixhülle die Menschen gesagt haben, die das erlebt haben, die Matrixhülle wirklich gesehen haben mit ihren eigenen Augen, wo sie denn sich ungefähr befunden. Aber für mich wirkt das auch so, damals als ich das Hypnose gemacht habe, da gab es auch riesige Hallen mit diesen Kokons. Teilweise auch wirklich wie eine Gefangennahme. Das muss nicht bei allen so sein, aber zum Teil wird das halt schon so. Vielleicht wieder abgestellt und gebunkert. Ja, vielleicht gibt es auch beides. Ja, weiß man auch nicht. Aber der Effekt wäre ja letztendlich der gleiche. Ja, der gleiche. Jedenfalls klar ist, dass diese Matrixhülle sich an einem sicheren Ort befinden muss. Weil wir unseren Alltag ja schon seit Inkarnationen wahrnehmen. Ja, was befindet sich hinter der Matrixhülle? Ja, wie eingangs erwähnt, befindet sich dort dein wahres Selbst und die wahren Erinnerungen und alle Informationen, die dich betreffen. Die warten außerhalb der Hülle auf dich, bis du da rauskommst. Das heißt, alles Wissen befindet sich außerhalb der Matrixhülle. Und das ist wahrscheinlich dann unseres Erachtens auch der Sinn der Matrixhülle, nämlich dich von diesem Wissen auszuschließen. Temporär. Aber wie lang temporär ist, ne? Denk an die 2 Stunden Verspätung von uns. Ne? Können auch ein paar tausend Jahre sein, wie auch immer. Ja. Die Frage ist natürlich, in welcher Absicht wurde man in diese Kapsel gesteckt? Oder hat man sich da hineinstecken lassen? Oder wie auch immer. Die Hintergründe sind noch nicht ganz klar. Daran forschen wir noch. Aber das, was wir bisher herausgefunden haben, sieht sehr nach irgendwelchen Spinnenwesen aus. Du hast da mal den Finger durchgesteckt. War es dann so? Was hast du dann außerhalb wahrgenommen? Ich habe das ja telepathisch von dir ein bisschen, aber es ist sicherlich nicht das gleiche wie live. Ja. Also als ich das erste Mal mich in dieser Matrixhülle wahrgenommen habe, da saß ich wirklich, also ich saß eigentlich bei mir zu Hause im Stuhl und dann zack, nachdem ich erfolgreich in den höheren Bewusstseinszustand eingetreten war, saß ich dann halt immer noch irgendwie vom Gefühl her saß ich noch, aber gleichzeitig nahm ich dann die Matrixhülle um mich herum wahr und das, ja, die war eben so eine Art Gewebe, wie beschrieben, und da habe ich dann einen Finger durchgesteckt. Und habe den dann richtig, das Material hat sich richtig tierisch gedehnt, wie beim Luftballon vielleicht, wenn du versuchst,
irgendwie so einen Luftballon kaputt zu machen oder so, dann drückst du ja auch dagegen. Der gibt dir erstmal tierisch nach, bevor der irgendwann dann explodiert. Und so habe ich mir vorgestellt, kann ich ja mal gucken, was sich hinter dieser Matrix befindet. Habe da also meinen Finger reingesteckt, gebohrt, gebohrt, gebohrt und dann plötzlich klack, war ich mit dem Finger durch. Gut, dass sie nicht wie ein Luftballon geplatzt ist. Ja, das wäre ein Ding gewesen, ja. Und in dem Moment kam über meinen Finger die ganzen Infos rein. Wer ich bin, woher ich komme, wo ich da mich gerade befinde, wie ich da hingekommen bin, alles. Also alles an Wissen, was wirklich zu mir gehörte, mein wahres Selbst, woran ich mich eigentlich, ja, oder beziehungsweise, was ich alles schon so getrieben habe in den kosmischen Weiten des Universums und darüber hinaus, alles kam dann halt zu mir. Und in einer Geschwindigkeit oder in einem Overload, sage ich mal, den ich einfach nicht verkraften konnte. Das waren dann irgendwie Informationen, die in solch einer Fülle durch diesen Finger zu mir kamen, dass ich in dem Moment nur dachte, wenn ich dieses komische Ei hier verlasse, das überlebe ich nicht. So wie so ein Computer, weißt du, wie so ein alter Computer, der plötzlich eins der neuen Spiele spielen und darstellen soll und der Prozessor kommt einfach nicht mit. Grafikkarte zu klein, Prozessor zu schwach und du versuchst trotzdem dieses neue Spiel zu laden und dann plötzlich fängt dein Computer an zu qualmen und zu rauchen, weil die sich so stark überhitzen, die ganzen Prozessoren und Grafikkarten und was auch immer du in deinem alten Computer hast, dass dir das Ding durchspielt. Ja. Ja. Und das war dann in dem Moment der Fall bei mir, dass ich anfing dann langsam durchzuschmoren, weil dieser Overload, dieser Overload in dem Moment nicht mehr von mir zu erfassen war. Okay. Ja. Und dann habe ich natürlich ganz schnell den Finger wieder rausgezogen, weil mir das einfach zu viel war. Und in dem Moment reparierte sich die Matrix wieder, also automatisch von selbst. Sie hat also selbstheilerische Eigenschaften. Und es kam ja auch nicht irgendwie unbedingt elektronisch vor. Also nichts Technologisches, sondern es wirkte wirklich organisch. Organisch, ja. Ja. Die Matrix ist organisch. Ja, das ist nichts interessant. Ja, ist nichts Technologisches oder so. Das ist wie diese Biosphärenschiffe vielleicht. Vielleicht. So ähnliches Material. Mhm. Ja, jedenfalls wollten wir mal unbedingt ein Video über die Matrix-Hülle machen, die wirklich nur die Matrix-Hülle zum Thema hat, weil einige von euch, die uns jetzt zuschauen, kennen ja schon teilweise all das, was wir über die Matrix-Hülle schon in älteren Videos erzählt haben, durch meine Bücher, die ich darüber geschrieben habe, über die spirituelle Dissoziation. Und da ist es ja auch immer wieder Thema mit der Matrix-Hülle und auch in unserem Video Schock des Universums ist die Matrix-Hülle auch Thema gewesen. Und dem Video mit den Spinnenwesen? Ja, in dem Video mit den Spinnenwesen, wie hieß das? Wir blenden es ein. Ja, genau. Und, aber wir dachten uns, es ist auch mal wichtig, ein Video zu machen, das sich nur um die Matrix-Hülle dreht. Ja, damit jeder, der eben durch irgendwelche Informationen plötzlich über die Matrix-Hülle stolpert und die Informationen, die es darüber gibt, sind so schwerlich, dass man da nicht viel mit anfangen kann. Und darum haben wir das Video gemacht, damit ihr mehr Informationen bekommt über die Matrix-Hülle, wie die aufgebaut ist, welche Modi die hat, wozu die da ist und. Und wer eben sehr interessiert ist an dem Thema, dem kann man zum Beispiel auch den Film Contact mit Judy Foster empfehlen. In dem Film ist nämlich die Matrix-Hülle ja eigentlich thematisiert worden. Ja. Zwar auf technologischer Basis, im Zusammenhang, im Kontext mit dem Film selbst, aber inhaltlich gesehen, die Eigenschaften dieser Kugel, die eben Thema in dem Film Contact ist, entspricht eigentlich ja den Eigenschaften der Matrix. Mhm. Ja.
So, ihr Lieben. Ja. Das war unser außergewöhnliches Video, bin ich sogar spannend über das Thema die Matrixhülle. Ja, also Matrixhülle ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Eines der spannendsten. Ja, weil die ja auch viel, viel höher liegt von den Dimensionen oder Bewusstseinswelten oder Bewusstseinsebenen oder wie immer du das nennen möchtest, befindet. Höher noch als unsere Kugelkapseln oder sonst was. Ja, das liegt ja weiter rüber. Ja. Und ja, und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Und wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche eventuell. Mal schauen, wie wir das hinkriegen.